World of Final Fantasy. Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Final Fantasy. Letzte Folge sind wir hier durch diesen Eisenbahnfriedhof hindurch marschiert. Nichts sonderlich Großartiges passiert, ein paar neue Miragen entdeckt. Leider, glaube ich, gar keine gefangen. Ich glaube, wir haben gar keine gefangen. Jetzt stehen wir hier, glaube ich, kurz vor Vollendung dieses Eisenbahnfriedhofs. Obwohl, hier sind zwei Wege. Naja, gucken wir mal. Wir brauchen erstmal ein Gimmi-Gimmi für diesen Typen da oben. Für den Gierschlund. Wollen wir den erstmal besorgen. Wahrscheinlich hier in der Kiste. Rostzahnrad, ja klar. Ich kann mir jetzt nicht weiter vorstellen, dass der irgendwie anders nützlich ist. Außer für den Gierschlund. Was haben wir da jetzt geöffnet? Haben wir da was geöffnet? Aha. Jetzt haben wir hier so einen Durchgang geöffnet. Kommen wir wieder zurück. Eigentlich nur, ne? Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt diesen Zug da haben hochfahren lassen. Naja, sehen wir dann. We will fucking see what happened. Also um diesen komischen Chrom-Giganten da zu fangen, oder wie der hieß, müsst ihr dir wahrscheinlich so einen Vampir fangen, um halt die Ausweichwerte zu bekommen. Ich glaube, das habe ich jetzt durchschaut. Ich hab's durchschaut, wie man den fangen kann. Ich glaube, wir müssen ihn dort nochmal links rüber. Bevor ich hier zum Gimmi-Gimmi gehe. Weil links war ich noch nicht. War ich noch nicht. Hier sieht wieder sehr verwirrend aus. Wo muss ich denn hier lang? Da ist eine Kiste. Da kann ich nicht lang. Da komme ich auch nicht lang. Und hier komme ich auch nicht lang. Also ich musste... Warte doch, hier gesagt. Siehst du, guck mal. Fast nicht gesehen. Final Elixier. Ringe-Ding-Bong-Bong. Endlich mal was Gutes. Müsste mich eventuell auch noch mal, glaube ich, auf dem... Mira-Board eine Runde umschauen. Hätte ich eigentlich mal zwischen den Folgen machen können. Ich Bratwurst, ne? Ja, ist ja gut. Gimmi, gimmi. Ja, ist ja gut. Da hast du... Lass mich durch! Sollte ich das nochmal eben tun? Schnell aufs Mira-Board? Dann kann ich abspeichern. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gespeichert habe. Pass auf, ich gehe mal eben hier nochmal schnell Mira-Board speichern, etc. pp. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Dele! Fertig ist er. Was gab's? Gab's irgendwas Neues? Ja, wir haben jetzt endlich ein Mirastein Eisra. Ringding. Jetzt könnten wir wahrscheinlich, wenn ich hier bei Rain anwählen, können wir doch direkt mal vielleicht Eisgar schon zaubern. Wäre das geil. Dann können wir den hier vielleicht sogar wegnehmen, oder? Entfernen. Nur mal gucken. Also ich werde es ja dann sehen im Kampf. Kriegt einfach mal den Eis. So. Warum auch nicht? Man muss ja zaubertechnisch auch ganz gut unterwegs sein hier so ein bisschen, ne? Ich denke mal, da oben geht's echt weiter. Ich will mal hier rechts gucken. Müssen wir natürlich noch rumtun. Und da ist noch ein Schalter. Auch noch. Und Kampf. Ja, wieder ein Chrom-Gigant-Stapel. Und er hat sogar einmal verfehlt. Also zumindest der Stapel an sich hat einmal verfehlt im Angriff, aber... Bringt ja da nichts, ne? Du kannst ihn ja nur fangen, wenn du ihm einmal ausweichst. Dann ist er willig, dir beizutreten. Magieangriffssamen plus. Aha. Und ja, apropos Magieangriffssamen plus. Wir haben jetzt Eisgar. Hat funktioniert. So. Ja, gucken wir mal. Ob wir hier nicht endlich mal zu diesem komischen Vampir hier vorstoßen. Zu Optimus Prime. Der Primus. Primo Primölchen. Da müssen wir lang. Genau. Schalter nochmal betätigen. Gucken, was da überhaupt für Bedingungen sind. Ob wir überhaupt betätigen können. So, was möchtest du denn? Voraussetzung zur Aktivierung. Gewicht 11 oder schwerer. Blitzresistenz 100 oder stärker. Gott. Ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal was Blitzresistentiges. Da haben wir bestimmt gar nichts dabei. Auch doch hier, unseren Sucher. Der hat schon mal 50. Den können wir schon mal ganz nach oben setzen. So, guck mal, da haben wir auch schon mal eine Blitzresistenz. Da haben wir schon mal die 100 erreicht. Fehlt nur noch Gewicht. Jawohl.
Jawohl. Ja, Blitzresistenz. Ja, haben wir genau 100. Gott sei Dank. Wir sind ja eigentlich auch Blitz... hä? Hä? Das war doch schon... Reicht doch schon, oder? 11 oder schwerer? 100 oder stärker? Aktivieren. Das Voraussetzung scheint das nicht erfüllt. Hä? Gewicht 11 oder schwerer? Gewicht ist 13. Blitzresistenz 100 oder stärker. Die ist doch 100. Dann müssen wir ihn hier nehmen, wa? Verstehe ich jetzt nicht. Reicht auch nicht? 150. Blitzresistenz. Gucke ich falsch? Die liegt doch jetzt bei... Oder muss sie höher sein? Ah ja, die muss höher sein, ne? Ich bin auch blöd. Die muss ja auch bei plus 100 liegen oder so, ne? Ich bin auch echt blöd. Also mich kannst du echt irgendwie ehrlich vergessen. So, guck mal, mal alles weg hier. Nochmal ganz von vorne. Nochmal ganz von vorne. Wir haben nichts hier, was blitzresistent, glaube ich, ist, ne? Ist das Problem. Wir können ihn nicht aktivieren. Können ich nicht aktivieren. Nee. Ich glaube, da sehen wir schon alt aus. Gucken wir mal hier nach Gewicht. Die sind alle nur zwei, ne? Ja. Er hat keinen Blitz. Er ist ganz normal, ganz normal. Nee. Ich habe auch echt schlechte Voraussetzungen, ganz ehrlich. Und dieses Eisresistenz haben wir jetzt 150. Das ist... Nee, kann nichts werden. Kann nichts werden. Und da sind wir hier. Nee. Wird nix. Sorry. Ja, den brechen wir ab. Das schaffe ich leider nicht. Da habe ich ein wenig geschielt. So, hier passiert was. Was passiert da? Da passiert was. Wir haben auch die Erlöser immer noch nicht gesehen. Vielleicht kommen wir jetzt mal einen Bosskampf, wo die mal herzeigen können. What's wrong? I think I saw somebody inside of that train. You were so full of elixirs. But I saw it the two. But you're really not imagining it? Holy goblins, you gave me a heart attack! Oh man, you don't ever change. One little whiff of the supernatural makes you freak out. Be quiet! Leute? I think we have bigger things to worry about now! Huh? What the hawk is that? Ein Phantomzug. Not again. Me and trains, we are so not getting along lately. Oh, speaking of, what was that? Do you know the difference between a train and a tram? Yeah, Rain? This is really not the time! Is this Doom Train? There's no mistaking that for the anything but a ghost train. Why couldn't it be a mirage instead of a ghost? Is one really better than the other? Yes! Mirages and ghosts are nothing alike! Oh, good to know. Let me down, you hurry! We have to go after her! Right! Alter, Tama, beruhig dich! Sind wir jetzt allein unterwegs? Was? Just hang on, sis. Ich muss aber schnell hinterher. Du gibst doch gar nicht. Jetzt rennen wir hier alleine rum. Das gefällt mir ja gar nicht. Gefällt mir das nicht. Na, hoffentlich. War das der Vampir-Primus, der da gerade rumgeflogen ist? Bestimmt, ne? Das Gefühl, als ob Lan hier gerade schneller läuft? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich glaube, ich bilde es mir echt nur ein. Komm zurück! Da liegt sie. Hoffentlich wurde sie nicht gebissen jetzt. Ja. Da ist er ja endlich. Endlich kämpfen, endlich kämpfen, endlich mal. Let's do this, sis. Rain? Hallo, okay? Huh? Oh yeah, I'm fine. Okay then. Just checking. Wir können sogar drei. Das ist sehr gut. Wollen wir mal shake? Halt die TP der Gruppe und hebt Zustandsveränderungen auf, entfernt positive Statuseffekte aller Gegner. Ja, ich will mich einfach mal heilen und ich würde den einfach gerne mal sehen. Antitech.
Counter-Tech. Ja, gut. Sah schon mal gut aus, ne? Was machen wir denn jetzt hier? Was machen wir denn jetzt hier? Und Doppelschuss. Bum, bum. Er ist ganz schön langsam. Oh, er heilt sich pro Runde. Interessant. Und Schaden macht er auch nicht gerade wenig. 500, Alter. Gut. Ja, ich werde erstmal mit meinem Doppelstoß weiter reinballern. Macht ja so ein Taui-Schaden. Das ist schon mal ganz gut, wie ich finde. Würde aber gerne auch mal hier die Hyera ausprobieren. Das soll schon Schwachpunkt sein. Jupp. Ja gut, das mit dem Blutsaugen ist, könnte ein bisschen länger dauern jetzt. Aber wir haben ja noch Erlöser, ne? Und wir schauen mal uns Snow an. Die Granitfaust. Magischen Eisschaden. Ignoriert Abwehr, erhöht Abwehr der Gruppe. Das ist auch nicht schlecht. Komm her, du Granitfaust. Da haben wir angerast mit Shiva, mit einer Shiva-Schwester. Ich war es ja zwei, ne? Time to put a stop to this. Radusch. Betty by time. Ja, 2000 Schaden. Abwehr gestärkt. Dankeschön, Snow. Hast du gut gemacht. Mit der gleichen Nihira hinterher. So. Doppelstoß. Und dann zum Abschluss. Bäm, Junge. Zum Abschluss. Schauen wir uns Tifas Final Heaven nochmal an, oder? Sehr gut, ja. Es war der Final Heaven. Den yeah. legte. Hat sie recht. Ja, nice. Haben wir uns mal alle Erlöser angeguckt. Und nebenbei einfach mal so einen Endgegner weggenascht. Alter, 6 Eimerkristalle. Das heißt, wir können wieder weitere 3 Aufgaben bei dem Mädchen im namenlosen Zimmer, wollte ich schon sagen. Beim namenlosen Mädchen. Mann, ich kann nicht sprechen. Es tut mir leid. Ich habe... Es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Falls du dich wunderst. Yes! Er steht aber nochmal auf. This is the bad. I think he might be the immortal. Oh, dude, Rain. Got any ideas? Sie wurde echt gebissen, glaube ich. Nee, 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 nee. Mach das nicht. Oh mein Gott. Ich wusste es. Use this. Alter. Nimm mal den kleinen Pflock und ramm ihn irgendwo ins Herz. Hat funktioniert, oder? Er guckt sich verbunden. Ja, es hat funktioniert. Bäm, Junge. Rain! The chocobo, you feather cut that out. Scheint ihr wieder besser zu gehen. Looks like she's gonna pull through now. Her and the town. Thanks to you. Dude, way to come prepared. Thanks, Sid.
He found out that to defeat the Prime, we'd need a wooden stake from a tree that's been alive longer than him. That took some hunting. I just looked for the oldest tree I could find. Made it just in time. Good morning, Lon. Oh, ich glaub, sie ist noch ein bisschen drauf. Morning. Huh? Clouds here? Huh? Wait! What? I was attacked by the Prime. And then I. Ja, ist ja gut. Ist ja alles wieder gut. Dude, no! Dude, yes. Seeing you with fangs was creepy. Creepy? Da lag was. Alter, ist das Schlüssel? Ist das ein Schlüssel? Ist das vielleicht der Schlüssel, der du gehört? Da fehlt nur so einer, ne? Da haben wir drei. That's three out of the four keys in the bag. Sagte ich bereits, the Prime Tama. Must have been holding on to it. Except this key. What about it? I don't know. What is it you think these keys are gonna unlock? Huh? Well, they're keys, so a door, I guess? Nah. I'm overthinking it. Never mind. Oh! Cloud! I never thanked you! Thanks again! Don't do anything you're gonna regret later on. Ja, Zerstörung oder Verheißung. Gutes natürlich, hoffentlich. Du hast den Schlüssel der Dunkelheit erhalten. Ring. Wer kann Züge mit einer Dings zerschneiden? Odin. Klaus Helden im Leben wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. Celles Helden im Leben wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenlosen Mädchens erwerben. Ja. Wir speichern mal eben. So, wir sollen Celles und Cid aufsuchen. Warum war Odin hier? Können wir Odin eventuell jetzt hier irgendwo begegnen? Lass mich raten. Bestimmt hier hinten. Bestimmt dort. Bestimmt dort. Wenn wir den Schalter da betätigen. Blitz. Ne? Ich pass auf. Wir gehen mal hier. Nein, wir gehen nochmal wieder zurück. Das machen wir. Das versuchen wir nochmal. Odin muss hier. Der ist ja bestimmt hier. Der zerschneidet doch nicht hier umsonst irgendeinen Zug und sagt uns: Guck mal, hier bin ich. Vielleicht war es nur ein Hinweis. Hier, du musst nochmal zurückgehen und mich suchen. Weil ich bin hier und du sollst mich fangen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich will er das so. Ich gehe nochmal zurück zum Speicherkristall. Das wird, glaube ich, noch in diese Folge reinpassen. Ich hoffe doch mal. Und guck mal nach, ob ich da nicht irgendwo blitzresistente Wesen habe. Die richtig blitzresistent sind. Was kann denn hier blitzresistent sein? Hier habe ich nicht irgendeinen Blitzdrachen oder so gefangen? Der da irgendwie das ab kann? Speicherkristall war hier unten. So. Also, ich schau mal eben den Mira-Tresor und bis gleich. So, ich habe mein Setup mal ganz komisch umgestellt. Ich musste mal die ganzen Eisen, also alles, was hier an Blitzschaden nimmt, musste ich mal eben rausnehmen. Brauche natürlich noch einen fetten, der unten Gewicht besorgt quasi ja für uns, für den Schalter. Von daher muss ich mir da eben Morbul mal eben austauschen gegen meinen Mitri-Giganten. So, wir wählen hier oben den Zauberpott. Gewicht 1. Na geil. Ich dachte, er hätte ein bisschen mehr, weil es ein Pott ist. So, dann müssen wir Frodette nehmen. Nee, Quatsch, mal gar nicht. Der Elektrodrache, der hat nur Gewicht 4. Verdammt. Aber dafür sind wir ja schon mal mit den Blitzwerten. Die haben wir schon mal geschafft. Jetzt hoffe ich, dass Morbul. Alter, er wiegt. Das gibt's doch gar nicht. Das kann jetzt nicht sein, Alter. Das kann jetzt nicht sein. Es fehlt ein verficktes Gewicht. Pünktlein. Können wir das irgendwie anders kompensieren hier? So, da haben wir 11. Das reicht, glaube ich, ne? Könnten wir ihn nehmen. Oh, Gott sei Dank. Danke. Ja. Mein Gott. Interessante Konstellation. Und
Ja, was, wenn nicht Odin dahinter lauert, weil man hier schon, sag ich jetzt mal, auf Blitzresistenz ein bisschen getrimmt wird, weil, naja. Odin ja selber so ein Blitzschwacher ist eigentlich. Wie man ja aus Final 4 und aus vielleicht anderen Teilen noch ein bisschen gelernt hat. Der mag das nicht so. Ich werde mal eben mein Setup wieder umbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun aber, schauen wir mal, was da so auf uns lauert in dieser hinteren Ecke da. Kann doch nur Odin sein. Vielleicht haben wir dann in dieser Folge auch mal ein gutes Ende. Wir haben eigentlich immer ein gutes Ende, oder? So. Wer lauert denn hier? Zeige dich. Oh Gott. Doch nicht Odin, aber sämtliche Monsterhorte hier. Eieiei, what the honk? Stufe 35. Wird mal schaffen. Stufe 37. Können wir vielleicht auch noch schaffen. Stufe 40. Wird schon schwieriger. Stufe 43. Naja, versuchen wir. Wir versuchen den mal hier. Komm, gut zur Lücke. Katzen! Katzen! Gorgo? Alter, die scheint echt Leben zu haben. Ich sehe überhaupt gar keinen Schaden. Na doch. Geht. Versuche den Zustand Gift. Mein Gott. Zabbel nicht! Immer so viele Gegner, das nervt immer ein bisschen. Klinge ist noch nicht ganz wieder da, von daher greifen wir erstmal an. So, können wir jetzt schon schlingen? Ich glaube immer noch nicht. Fehlt uns ein AP, ich glaube es ja nicht. Aber dann machen wir das mit einem hier weg. Sind wir alle gestürzt. Sehr schön. Stapeln wir uns wieder. So, ich werde mal hier... Sanctus geht auch noch nicht. Mann! Ja, das war eben... Ich hatte noch einen Kampf vorher. Da waren wir drei Vampire dabei und ich dachte mir, um das schnell zu beenden, haust du mal deinen besten Attacke raus. War natürlich blöd, wie immer. Nur mal schnell. Gut, dass Tama so schnell ist. Ich soll, glaube ich, gleich erstmal heilen. Bevor wir hier weiterziehen. So, Rain hat das Leben. So, machen wir wieder alle bis auf einen, ne? So, jetzt wird das Ganze schon exponentiell einfacher. Wenn nur drei da sind. Sie ist schon wieder gefallen. Sie ist gestürzt. Sie ist in den Schatten gestürzt. Ein bisschen, merkst du gerade, etwas mutig. Aber jetzt, glaube ich, verlässt mich der Mut. Wie zauber ich jetzt eigentlich gerade nur Vita? Kannst du mir das mal erzählen? Ach, komm her. Ach, ich kann sie noch nicht rufen. Verdammt! Hätte ich gesagt, hol mal Shake. Aber. Nehmen wir mal hier so ein. Was ist denn hier so giftig? Giftig, giftig, giftig! Giftzahn, so hieß er, genau. So, wird giftig. Alter. Ja, klar. Wieso ist Vita jetzt darüber gewandert? Wupp.
So, wenn das jetzt nicht durchkommt, dann halt nicht. Jupp, hat gewirkt, aber dann muss ich es jetzt auch einfangen, ne? Dann muss ich es jetzt auch einfangen, sonst. Okay, jetzt vergessen hier. Jupp. Wenigstens diese Mirage gefangen. Keine Ahnung, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, weil ich sie nie einsetzen werde. Aber kein Problem. Diese Mirage sieht auf den ersten Blick aus wie eine Katze. Auf den zweiten Blick aber wundert man sich über den Skorpionschwanz. Löwenkörper mit Skorpionschwanz kennt man ja. Aber eine Katze? Willkommen in Grimoire. Ja, Gorgo. Spielen wir mal mit. Tauschen die aus. Ich habe ja hier noch... Ja, den Elektrodrachen habe ich im Setup drin. Ah, ne, komm. Die bleibt auch bei Seraphie. Schiss, mach's gut. Wir sehen uns nie wieder. So, werde ich mal eben heilen? Heilen. Dann machen wir noch eine. Komm, scheiß drauf. Shit drup. Supergeschenk. Wupp. Ja, ein bisschen übertrieben, aber... Kein Problem. Oh, Ether nehmen hier. So. Was soll der Geiz? Ohne Speichern geht's direkt weiter zur nächsten Kluft. Die schaffen wir vielleicht auch noch. Hallo? Ja. I won't hold back. Right. Oh Gott. Let's do this. Da könnten wir sogar ein Morbul des Grauens vielleicht draus ziehen, wenn wir es schaffen, die zu besiegen. Korrigane genau. Das weiß ich noch. Was machen wir denn hier? Oh, Schlinge. Schlinge oder alles weg hier. Ups. Bums die Bums. Hier wird nicht geschlafen. Gut, also mit der Korrigane wäre vielleicht gar nicht schlecht, weil, wie gesagt, den Morbul des Grauens können wir uns damit aneignen. But. Ich sollte vielleicht auch erstmal gucken, wie ich überhaupt fangen kann, ne? Wahrscheinlich muss ich wieder alle bis auf einen besiegen und dann lässt sie die letzte fangen. War zumindest immer bis jetzt so bei dieser Gattung. Ja, das wird sich gleich rausstellen. Toll, jetzt pennen alle, oder was? Aufwachen! Gibt's das? Okay, sie kann sich bewegen, Gott sei Dank. Ja, warten wir mal, bis Lan aufwacht. Dann können wir auch mal analysieren. Er wacht doch einfach nicht mal auf, ne? Schneller! Alter, jetzt pennt sie auch wieder. Ich glaub's nicht. Hose weg! Er wird einfach nicht aufwachen. Er will nicht aufwachen. Mein Stapel kippt gleich um. Ich werde, glaube ich, mal hier... Sankten. Auf irgendwo, wo wir richtig leben sind. Putz, Schiss. Ja, nun komm. Ich würde sagen, Fall um Stapel, aber... Hält sich noch wacker. Sie hält sich wacker. Wacker, wacker, Jira. Nicht schaden, der dürfte stärker sein. Oh ja. So, Landeswach! Mensch, grüße ich erstmal! Kein Moment zu spät. Analyse. Verursacht jetzt schon Schlaf. Fukedade. Ich habe, glaube ich, nichts, was einschläfert, oder? Habe ich noch was? Habe ich was gekauft? Habe ich noch was gekauft? Wie ist denn das? Beruhigungsmittel? Nein. Wallumstein? Nein. Kriegsgong? Nein. Schlafsand? Mensch, ganz einfach. Nur einer. Da muss jetzt. Yeah. Ja, er hat gesessen. Gott sei Dank. Gott. Stapeln. Einfangen. Der ist halt bei den Monsterkluften, da hast du nur entweder alles oder gar nichts, ne? Wenn du dann das da verkackst und hast keinen Gegenstand, dann ja. Dann war's das, ne? Obwohl, die Korrigane konntest du doch auch woanders schon einfangen, ne? Aber vielleicht haben die hier besondere Werte? Ich weiß es nicht. Eine dunkle Mandragora-Art.
die pflanzliche Angriffe einsetzt. Sie hängt nachts gerne in Gärten herum und ist der wahre Grund, warum niemand seinen Gartenarbeit nach Sonnenuntergang nachgeht. Jakes, die lassen wir auch mal Seraphina klar. Boah, das wird viel rumgedoktert, wenn man das irgendwann mal auf 100% bringen will. Ja, Leute, ich glaube, ich habe genug gerade mal hier. Ich habe auch, glaube ich, genug für heute. Es ist gleich 2 Uhr. Und meine Beine schreien nach... leg dich hoch! Leg sie hoch! Leg sie hoch! Ich kann nicht mehr! Von daher werde ich jetzt hier zum Speicherpunkt gehen, die Folge dicht machen und mich entspannt aufs Sofa legen. Nicht? Also, würde sagen, gehen in den Endscreen! Der Eisenbahnfriedhof liegt noch nicht ganz hinter uns. Wir müssen dann noch einmal kurz zurückgehen. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Was haben wir in dieser Folge erlebt? Wir haben endlich gegen diesen Vampirfürsten da gekämpft. Gegen den Primus, der ja doch eigentlich recht simpel zu besiegen war. Wir haben ein paar neue Erlöser gesehen. 1, 2, 3 Stück an der Zahl. Als wir den Kampf dann gewonnen hatten, ja, war die Rain dann doch leider etwas komisch drauf. Sie wurde vom Vampir gebissen. Hat sich ja dann aber auch alles erledigt. Der Cloud hatte einen sehr, sehr großen Flock dabei, den wir dem Vampir dann in das Herz rammen konnten. Und somit die Flüche ja von allen anderen Bewohnern, die hier irgendwie vielleicht von dem Vampir gebissen wurden, dann aufgehoben haben. Denke ich doch mal. Also, hoffe dich dann in der nächsten Folge wiederzusehen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Gucken wir mal, ob sich das dann auch so bewahrheitet hat, ne? Also, dicken Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von World of Final Fantasy. Bis denn!